Naja, wir haben in den letzten 4, 5 Jahren eigentlich immer nur abgebaut und rationalisiert und das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Und uns war die ganze Zeit klar, dass die Traubenannahme so der Wendepunkt sein muss, wo wir dann wieder anfangen aufzubauen. Einfach zu gewährleisten, dass wir überhaupt annehmen können. Die alte Anlage war, glaube ich, Baujahr 74 oder 76. Es gab weder Ersatzteile dafür, noch überhaupt ein Reinigungskonzept und auch ein Sicherheitskonzept. Das war einfach meine Mitarbeiter immer gewährleistet und es war jetzt einfach genug. Wir sind da im Kernbereich, dort, wo sich's entscheidet, was aus dem Wein wird, nachdem er geerntet worden ist. Ja, wenn wir hier in dem Punkt sorgfältig arbeiten können, dann kann man das am Wein hinterher schmecken. Und damit moderner Technik rangehen zu können, das war echt so ein Wunschtraum. Es macht einfach riesen Spaß, wenn ich jetzt schon sehe, wie unsere Traube draußen reife, dass die Annahme funktioniert. Wir machen wieder Schritt nach vorne. Einfach schön. Oben ist die Annahme, die Winzer kippen die Traube ab. Der mittlere Segment ist eigentlich nur dazu da, wo die Abwehrmaschine steht. Ja, das heißt, da werden die Traube getrennt, die Beere von den Rappen. Und ab da sprechen wir als Kellermeister von der Maische. Die Maische ist dann im untersten Stock, wird sie verwogen, die Öchsle gemessen. Und je nach Öchslegrad, nach Rebsorte, Qualität, werde sie dann dort weitergeleitet. Und das ist eigentlich ganz grob mal so zum Erklären. Also erste Stockannahme, zweite die Maschine zum Abbeeren und darunter die Verwiegung.